Mit Starer Lilly komme ich klar. Und ich würde sagen, schick mir Capri dafür rein. Ich möchte Capri nicht in einen Angriff einwechseln. Wir vergiften es einfach und gucken, ob... Oder auch nicht. Vergiften es einfach. Danke. Und benutzen dann Heuler, um... die AP runterzubekommen. Ja, benutzen mal Growl. Das kann es nur recht sein. Moment, wurden wir den Pokémon in dieser Gen schon von Gift besiegt? Oder noch besiegt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das wurde erst ab der 5. geändert. Genau, wir heulen uns einfach gegenseitig an. So, ich werde versuchen, es zu fangen und danach gehen wir sofort zu Professor Elm, um uns zu heilen. Und? Eins, zwei, drei. Yay! Wir haben ein Starer Lilly. Starer Lillys Daten wurden in den Pokédex hinzugefügt. Sie fliegen in Gruppen rund um Berge und Felder, um Käfer-Pokémon zu fangen. Ihr Gesinge ist laut und nervig. Ja, so, wie nennen wir das denn? Wir nennen... Oh, passt das da hin? Ich hoffe, ja. Dann nennen wir es nämlich Brave Bird. Ja, gut. So, und jetzt wollen wir das sofort heilen gehen. Sollte nicht vorspulen. Was sind eigentlich die ganze Zeit für schwarze Pixelfehler im Boden? Okay, das Gift geht von alleine weg. Das muss ich mir auch nochmal angucken, wo die herkommen. Ich meine, die sind jetzt nicht das Schlimmste, aber die irritieren so ein bisschen. Ja, möchte ich. So, damit sind wir wieder geheilt. Ach, wir können auch in Gebäuden rein. Ja, dann rennen wir doch lieber. Wie gesagt, ich habe das nur einmal gespielt, von daher bitte ich, die Fehler, die ich mache, zu entschuldigen. War das echt schon seit der 4. Gen so, dass das Gift sich auflöst? Ich dachte, das hätten wir erst in der 5. eingeführt. Ich dachte zumindest, das hätte die 5. richtig gemacht. Ein Visor. Ich werde übrigens offscreen ein bisschen trainieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Denn Onscreen-Trainieren halte ich nicht für besonders sinnvoll. Vielleicht mache ich das dann vor der nächsten Aufnahmesession. Dass ich einfach offscreen alles auf Level 15 bringe oder so. So, hier wollen wir uns jetzt, noch umschauen. Denn das hier dürfte ein neues Gebiet sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Route 46, ja. Bist du ein Trainer? Nein. Ja, ich weiß, dass ich mich auf verschiedene Routen umschauen sollte. Na los, greift an. Sonst ist die Encounter heute auch bei 580. Muss man das erste Pokémon fangen, wenn man es nicht möchte? Wenn man Rasierblatt ist auszusehen killt, kann ich da ja nichts für, ne? Goddammit! Ich nehme es einfach mit. Ich fange es mir, ich muss es ja nicht benutzen, aber falls Starer Lilly mal draufgehen sollte, so ein anderes Flug-Pokémon in der Hinterhand wäre ganz cool. Eins, zwei, drei. Sparrow wurde gefangen. Es ist, beschützt sein Territorium mit allem, was es kann.
Ja, möchte ich. Und tut mir leid, aber das ist der Tag, der bekannt sein soll, an dem ich es geschafft habe. Moment, ich muss es erst noch zu Ende schreiben. Captain Jack Sparrow zu fangen. Das ist so ein schlechtes Wortspiel, es tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. So, dann wollen wir uns weiter nach Viola City begeben, um uns unseren ersten Orden abzuholen. Mit ein bisschen Glück. Ich hätte hier ganz gerne einen Kleinstein gehabt, denn ich weiß, dass man hier eins fangen kann, konnte in der Originalversion. Und auf der Route hier hatten wir schon eins. Naja, haben wir. Yay, noch mehr Visors. Ich werde übrigens nicht jede Aprikoko mitnehmen, die ich finde, denn wir werden die nicht wirklich gebrauchen. Ich habe nicht vor, mir die Bälle daraus zu machen, und der Poke-Adlon ist so ziemlich die schwachsinnigste Neuerung, die es jemals gab. Von daher werde ich auch den Bärensaft nicht brauchen. Was wir allerdings machen wollen, ist uns Pokebälle mitnehmen. Willkommen, was brauchst du? Pokebälle und. Okay, wir haben 15 Stück bekommen. Nehmen wir trotzdem noch zwei mit. Einfach aus Sicherheitsgründen. Aber es wäre, hat uns irgendwann genau einer dieser beiden Pokebälle. Was hast du denn für mich? Ein Heilball und Airmail. Nee, du. Nee. So, genau dann. Geh du mal in die wir. Ich darf echt nicht vorspulen, das geht gar nicht. Das laggt dann aus irgendeinem Grund so krass. Aber das hier ist eine neue Route, das heißt, hier dürfen wir uns auch ein neues Pokémon fangen. Wir können ja mal hoffen. Wobei, nein, das müssen wir gar nicht. Wir müssen unsere Chance auf ein Pokémon hier gar nicht verschwenden, damit, dass wir vielleicht ein Carpador bekommen. Denn wir können auch in der Stadt angeln und uns hier ein Pokémon fangen. Ich drücke immer die falsche Taste. Back. Alte Angel, ja. Beziehungsweise auf Deutsch heißt sie, glaube ich, nur Angel. Wir haben ein Pokémon gefangen. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ein Carpador. Oh. Das machst du mal, Capri. Denn ich fürchte, es würde an einem Tackle verrecken. Und so eine Herausforderung ist. Du greifst mich also an? Das kannst du schon auf Level 9 Tackle? In dem Fall möchte ich nicht, dass es mich wegkrittet. Okay, die Attacken sind definitiv neu. Wie gesagt, einige Pokémon lernen die Attacken jetzt früher oder auch überhaupt. Aber das bedeutet, dass wir Magikarp vielleicht sogar ins Team nehmen können als unser Wasser-Pokémon. Womit ich überhaupt kein Problem hätte. Wir haben Magikarp gefangen. Es gibt keine, es gibt keinerlei Gründe dafür, dass es springt und hüpft. Was es leicht macht für Raubtiere wie Taubsis, es in der Luft zu fangen. Ja, möchten wir. So, und wir nennen es. Nennen wir es Corp. Ja, wir nennen es Corp. Corp. Wer weiß, ob das eine Anspielung ist, der bekommt einen digitalen Keks. Jetzt gehen wir natürlich Krupp erstmal heilen. So wie es sich gehört. Und dann will ich gleich mal was gucken. Etwas eventuell sehr Amüsantes. Ja, möchte ich. Es wird lustig, die Folge zu bearbeiten, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise die Folge an. Da wir irgendwie einiges gefangen haben. Bitte komm bald wieder. Ja, hab ich vor. So, Menü öffnen, Pokémon. Und dann Krupp nach vorne. Yay! Yay! Komm mit, Carp.
Wir sind jetzt die allerbestesten Freunde. Ich werde dich niemals weiterentwickeln. Wie es einfach nur so hinterherkommt. La la la. La la. Oh. Tut mir leid, aber das werde ich nicht fangen. Das kann nicht mal Splash, das ist ja traurig. Und das Kreta! Warum können alle meine Pokémon kreten? Oh ja, reduziert den Speed von Kukuna. Sorry, aber ich fange mir kein wildes Kukuna. Das lohnt sich einfach nicht. Na dann, Trainer. Ich habe gerade verloren, also versuche ich mehr Pokémon zu fangen. Hey, du siehst schwach aus. Komm her, lass uns kämpfen. Ich sehe schwach aus, ja? Ich glaube, du machst der Carbs. Oh Gott, nein, Youngster Joey mit seinem Rattata. It's in the top percentage of all Rattatas. Crit, natürlich. Oh Gott. Energiefokus? Nee, du lass mal. Okay. Ich dachte gerade, es hat mich gekrittet. Ja, reduzieren wir meine Defensive. Ich rasiere Blatt dich weg. Yay, XP. Wir haben Youngster Joey besiegt. Oh, ich habe keine Pokémon mehr, die kämpfen können. Hey, kann ich deine Nummer haben? Ja. Oh Gott. My Rattatas is the top percentage of all Rattatas. Ja, ruf mich an, wenn du kämpfen willst. Willst du aufs Maul? Du siehst wie ein neuer Trainer aus. Ich zeige dir eine Lektion in Sachen Flower Power. Oh Gott. Tackle? Oh Gott, ich hab Angst. Captain Jack und Brave Bird, warum sind eure Level so niedrig? Muss Sister das halt machen. XP. Sister reicht Level 11. Sentret? Moment, was ist das? Sentret nicht. Fuck! Ich dachte gerade Sentret. Ach ne, das war Budu oder wie es heißt. Gut. Ach. Natürlich Rasierblatt daneben. Daisy Punch. Ah, okay. Ich dachte gerade, es hätte mich verwirrt. Seedot. Samurzel. Bleib ich drinne. Samurzel! Ja, benutzt mal Härtner. Obwohl, ihr könnt jetzt vielleicht noch einen Tackle überleben. Ja. Und setzt Geduld ein, was ihm nicht viel bringt. Sweep mal noch mit Endivir und ein Cherubi, das ist das Kirschen-Pokémon. Ja, komm, wirklich Angst brauche ich nicht vor dir. Habe ich bin 5 Level über dir und du kannst nur tackle. Das Cherubi wurde besiegt. Sister bekommt 87 EP. Sister versucht Synthese zu erlernen. Ja. Natürlich, wenn ich Synthese erlernen kann. Growl. Ein bisschen früh für Synthese, oder? Ich bin bedazzled. Ja, mein Körb. Du bist... meinst du nicht noch, ich bin kein Trainer? Genau, ich bin kein Trainer. Aber wenn du einem in die Augen siehst, mach dich für den Kampf bereit. Immer wenn ich kampfbereit lese, muss ich an das Theme-Song von Duel Masters denken. Muss ich das vorlesen? Ich werde es nicht vorsingen. Wie heißt die Trainerin? Bitte, lieber Hacker, du warst gerade so cool. Warum tust du das? Oh, wow. Los, Reversal.
Nein! Singh hat getroffen. Nicht Fund. Nicht Fund. Nicht Fund! Los, Carb! Nicht Carb, Sister. Synthese, hui! Ha! Direkt daneben. Rasierblatt! Aber ernsthaft, warum baut man sowas ein? Das ist nur. Das ist nicht mal ein tolles Easter Egg, das ist nur nervig! Okay. Zugabe, damit komme ich klar. Okay, es ist vielleicht ein bisschen tolles Easter Egg, weil es ganz lustig ist, aber. Muss sie dann auch noch Kali heißen? I lost so bad, ja. Und jetzt geh weg. Ist irgendwo anders. Das ist eine andere Route, ne? Ja. Wir dürfen uns hier wieder was fangen. Und das schaffen wir auch noch in dieser Folge. Oder auch nicht, wo uns nichts angreift. Dark Cave. Ja, wenn ein Pokémon das erhellen könnte, würdest du es erkunden. Pascal findet einen Trank. Ich glaube, wir schaffen es noch, uns zwei Pokémon zu fangen. Nämlich einmal hier, in dem hohen Gras. Und zwar ein Raumpill. Yay, ein Baumpill. Mal schauen, ob das Rasierblatt überlebt. Gott, damit überlebt Rasierblatt sogar. Gut. Back. Pokéball. Okay. Dann müssen wir wohl doch erst nochmal mit dem Razor Leaf draufhauen. Warum hat es das überlebt? Es sollte das nicht überleben. Ich möchte keinen Wampel. Wampel wurde gefangen. Es lebt in hohen Gräsern und Wäldern. Es wehrt Angriffe ab, indem es die Stacheln auf seinem Arsch benutzt. Ja. Arsch. Oh, Arschstachel passt da nicht hin. Dann nenne ich es... Geh... weg. So. Ich hätte es auch Lückenfüller nennen können. Aber wir können uns jetzt immer noch hier drinnen umschauen und ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Also. Wow, zwei Folgen und schon sechs Pokémon. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Gut zugeben, in die wir es geschenkt, Evoli ist geschenkt worden, aber. Wir könnten rein theoretisch auch so durch die Dark Cave. Liegt das daran, dass ich den... Liegt das daran, dass ich den Emulator größer gemacht habe? Größer als das Spiel das versteht? Das wäre lustig. Ein Makuhita. Denn es eigentlich funktioniert diese Sache mit dem Dingens ja so, dass ein Bild rübergelegt wird. In einem extra Layer. Wodurch man das halt nicht sieht. Aber ich glaube, ich habe den Emulator so groß gezogen, dass das Bild nicht mehr mitkommt, quasi. Bitte, Makuhita, nicht sterben. Okay. Das ist asozial. Wow, Poison Powder hat sogar getroffen. Ich bin beeindruckt. So, und wir stallen jetzt. Soll jetzt mit Synthese. Denn ich möchte es gerne fangen. Ich hätte gerne Kampf-Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Ist vielleicht nicht das Beste gegen den Flugarena-Leiter, aber ich hätte trotzdem gerne den Kampf-Pokémon. Ja, aber das brauche ich Energiefokus. Ich werde weiter Pokébälle werfen. Und wir haben einen Makuhita.
Nice! Es stärkt sich, indem es sich immer wieder gegen dicke Bäume wirft. Es generiert so einen starken Körper und einen wachen Geist. So, wie nennen wir es denn? Der Name passt zwar eigentlich erst, wenn es sich weiterentwickelt hat, aber einfach weil es einer meiner absoluten Lieblingsspitznamen ist, ist es jetzt Harry Mama. So, den werden wir uns definitiv aus der Box holen, bevor wir trainieren gehen. Das finde ich ja schon interessant, dass das nicht ganz verdunkelt wird. So, ich möchte mir jetzt nochmal, bevor wir den Part beenden, unsere Pokémon anschauen. Wir haben Sister, das Endivir. Wir haben Capri, das Evoli. Was bringt dein Wesen denn? Plus Speed, minus Defense. Damit komme ich klar. Staralili, das Brave Bird, das Staralili. Captain Jack, das Habitak. Das Ding hat Swift Swim. Kirp, das Magikarp. Und dann aber, es hat normalerweise keinen Käfer bis auf dem Level, oder? Und dann geh weg, das Waumpel. Aber damit würde ich sagen, verabschiede ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, ihr kennt die Geschichte. Und ja, speichere mal eine Menge Data. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.